Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium gibt schon das Thema für den heutigen Sonntag vor. Es geht um das Wachsen und um das Werden. Das Bild, das Jesus selbst dafür verwendet, ist das Weizenkorn. So ist der heutige Sonntag, 3 Wochen vor Ostern, der hoffnungsvollste und freudigste Sonntag der Passionszeit. Schön, dass wir diese Andacht miteinander feiern. Letare, freue dich, so fordert uns der heutige Sonntag auf, mitten in der Passionszeit und allem Leiden zum Trotz. Freut euch, macht die Hoffnung groß und macht die Liebe groß. Das Bild für Freude und Hoffnung ist das Weizenkorn und der grüne Halm, der aus ihm erwächst. Im Evangelium für den heutigen Sonntag kündigt Jesus seinen Tod an. Er sagt dazu, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Es gibt die Tradition, heute zu Letare Weizenkörner zu säen. Mit Erde und Wasser in einem Topf in der warmen Wohnung kann man ihnen in den kommenden Wochen beim Sprießen und Wachsen zuschauen. An Ostern ist er dann schon deutlich und kräftig zu sehen, der grüne Halm des Lebens und der Hoffnung. Wer sät, hat Hoffnung. Er hofft, dass die Saat im Boden den langen Winter überdauert. Er hofft, dass die Saat aufgehen wird, wenn ihre Zeit gekommen ist. Trocken und hart wirkt das Samenkorn. Lange Zeit schützt die harte Schale den weichen Kern. Wer sät, hat Hoffnung. Doch manchmal liegt die Hoffnung selbst begraben, im Dunkeln, verborgen unter vielen Schichten. Er, der begraben wurde, ist unsere Hoffnung. Im Rückblick erkennen wir, gesät ist die Hoffnung, nicht begraben, so wie das Weizenkorn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Thank you.
lad sie nun ein, eine Kerze anzuzünden. Wenn Sie noch keine Kerze da haben oder noch keine angezündet haben, können Sie das Video kurz anhalten und sich eine holen. Wir zünden eine Kerze an und beten miteinander und füreinander. Lad sie ein, sich zu überlegen, wofür sie danken möchten und was sie bitten möchten, wofür sie Gott loben und was sie ihm klagen. Gemeinsam bringen wir vor Gott alle Menschen und Situationen, die uns am Herzen liegen und auch die, die uns das Herz schwer machen. Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, für die Müden und die Mürben, die Zornigen und Verzweifelten, die Traurigen und Isolierten, die Überlasteten und Erschöpften. Gott der Zuversicht, wir bitten dich für alle, die es schwer haben, die in großer Sorge sind um ihre Gesundheit, um ihren Beruf, um unsere Stadt, um unsere Zukunft. Gott der Freude, wir danken dir, dass du bei uns bist, mit deinem Wort, das uns ausrichtet, mit deinem Geist, der uns inspiriert, mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein lässt. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte unseren Verstand wach und er mache unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.